Yola, Asere, Yola, mi gente, was geht ab, meine Besten? Euer Boy Elmero Cubanito ist mal wieder back am Start. Und ja, mi gente, today I'm feeling good. Leute, mir geht's sehr, sehr gut. Ich hoffe, euch geht's gut. Genau, die da draußen. Auf jeden Fall, danke für deinen Support, Leute. Ihr wisst Bescheid. Glocke aktivieren und, mi gente, ich habe was richtig Heftiges für euch. Und ich mache ja sehr, sehr oft Formate mit euch, weil das gibt mir einfach so viel Kraft, weil ihr freut euch, mich zu sehen, ich freue mich, euch zu sehen, und das wiederum gibt Energie, und Energie gleich Explosion, und Explosion braucht wir für, ihr wisst Bescheid, heftige Videos. Ja, wenn das Sinn macht, macht das Sinn. Nur die Frage ist halt, wen juckt? Und zwar, ich habe ja so viele Fußballschuhe, und ich dachte, die liegen bei mir eh nur rum, warum gebe ich die nicht euch? Und ihr könnt diese Fußballschuhe gewinnen, das sind so viele, ich glaube über 50 Paar. Deshalb, Leute, schreibt mir unten in die Kommentare Hashtag woher ihr kommt und Hashtag KubaCrew. Und um diese Fußballschuhe zu gewinnen, müsst ihr einfach nur das Video liken, abonnieren, Glocke anmachen und das Video teilen auf Instagram. Und wenn ihr das alles getan habt, wie gesagt, schreibt mir einfach eine DM. Und Leute, gebt Gas, wie gesagt, Hashtag Stadt, Hashtag KubaCrew, und dann würde ich sagen, dann seid ihr mit dabei beim Gewinnspiel, aber dazu nochmal am Ende was. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen direkt ins Video rein. Let's go. 1925 Fußballstiefel. Wie schaut der bitte aus? Oha. Jo, was ist das denn? Vulkan. Leute, stellt euch mal vor, ihr habt so einen Klotz. Ihr habt so einfach so einen Schuh und müsst mit dem Fußball spielen. Sicher unnormal schwer. 1954, Argentinien. Ich hätte echt mega Bock, mal so einen Fußballschuh zu testen. Und Leute, ich habe das Video vorher nicht gesehen. Das ist wirklich alles First Impression, First Reaction. 1962, Chile. Okay. Warte mal. Das ist aber damals, also ich denke, jetzt Stollen und alles wird schon nochmal anders sein. Aber ich finde, der schaut sehr, sehr ähnlich. Danke, Flugzeug. Ich finde, der schaut sehr, sehr ähnlich dem Copa Mundial. Und auch der, wo Toni Kroos nochmal trägt. Ich bin nicht mehr ganz sicher, was Toni Kroos trägt, wie der heißt. Ist es der Copa? Nein, es ist nicht der Copa. Ach, das ist richtig schlecht von mir, dass ich nicht weiß, was Toni Kroos... Aber ich bin ziemlich sicher, ihr wisst, was ich meine. Toni Kroos trägt auch immer diesen Schuh. Tut mir leid, Leute, ich bin nicht mehr so gut drin im Schuh-Game. Aber ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Oha, Diamond, der sieht ja richtig fresh aus. Franz Beckenbauer. Stimmt, das war der Kaiserschuh von Franz Beckenbauer. Krass, ja, damals alles Leder. Alles Leder. Heute praktisch alles aus synthetischem Material. Boah, Gerd Müller. Der sieht echt fresh aus. Lederweiße Schuhe. Man sieht auf jeden Fall jetzt schon mal, jetzt kommen wir sehr, sehr näher. So, dann haben wir den bekannten Copa Mundial aus Känguruleder gemacht. Und auch den haben wir heute noch. Die Schuhe soll. Boah, wie viele Stolz waren das bitte? Ja, so sah eigentlich auch schon der erste Plus Minus Fußballschuh von mir aus. Ich hatte so einen richtig schwarzen Fußballschuh, ne? Aber das war nicht mal Adidas. Ihr wisst Bescheid. Ausländer und so, kein Geld gehabt. Meine Mutter hat einfach so günstigste Fußballschuh genommen. Nein, egal. Nichts Schlechtes an meine Eltern. Ihr wisst Bescheid, ich liebe euch. Aber ja. Kommt mal, das ist eine Familie, wo man nicht so viel Geld hatte. Ah, da kam schon der Predator. Stimmt, Predator. Leute, jetzt kommt dann, glaube ich, gleich. Leute, Predator ist mein Lieblingsschuh. Ist mein absoluter Lieblingsschuh.
Ja, Mann, an den kann ich mich noch erinnern. Das war, den hat Zidane immer getragen, Leute. Wer kann sich noch erinnern? Und jetzt kommt dann so ein goldener. Das war jetzt eine lange Zeit, Leute. Ich krieg gerade Gänsehaut. Oha, wie sah denn der aus? Wie sah der? Leute, der fand ich richtig hässlich. Sorry, aber was ging da ab im Designteam? Aber man muss ausprobieren, Leute. Man muss ausprobieren. Respekt vor den ganzen Designern. Ich finde das eh immer krass, einen Fußballschuh zu designen. Und das war der David Beckham Schuh, der Predator. Genau die Farbe kann ich. Ich glaube, ich hatte den sogar. Oh mein Gott, ich hatte den sogar. In der U11 als Captain hatte ich den Schuh. Das ist krass. Das ist gerade. Das ist echt sehr, sehr emotional für mich. Ich hatte den Schuh. Und dann gab es noch einen anderen. Da war Predator Mania. Ich hoffe. Ja, das war David Beckham, Leute. Ganz kurz, das war meine Zeit. Das war meine Zeit, Leute. Da war ich 7 Jahre alt. Und da mein erster Fußballschuh war von David Beckham. Genau diese Zungenschuhe, Leute. Ich finde, die sollten den mal wieder zurückbringen. Ich fand den so geil, den Schuh. Der war so fresh, Leute. Und mal gucken, ob es noch den weißen gibt. Ob es noch den komplett weißen gibt. Ich würde es so feiern. Ja, das war wirklich die Zeit von Predator da damals. Und den F50, dann kam der F50. Der F50. Aber ich glaube, diese kompletten weißen Predator, die... Oh mein Gott, diese F50. Leute, diese F50. Wer kann sich noch erinnern? Gibt es noch Leute in meinem Alter? Warte, ich muss mal hier schauen. Hier ist irgendwie ein Haar von meiner Freundin. Grüße an meine Freundin. Leute, wer von euch kann sich noch an diese Zeit erinnern? Gibt es ein paar nur aus dem 90er-Jahrgang, die meine Videos gucken? Bestimmt, oder? 95, 94, 93. Leute, wer kennt diese Fußballschuhe noch? Diese 50. Krass emotional gerade. Dann 2006. WM Deutschland. Dann Zidane. Boah. Dann kam der F50. Den hatte ich, glaube ich, auch. Boah, ich wollte den immer so haben. Ich habe mich so gefreut, wenn ich neue Fußballschuhe bekommen habe. Genau deshalb macht es mich so glücklich, dass ich halt viele Fußballschuhe habe. Und wie gesagt, wenn ihr auch mit dabei sein wollt, bis zum Ende dranbleiben, dann erkläre ich euch nochmal. Dann der Adi Zero, der war einiges leichter. Mit Sprintframe-Sohle. Leute, echt geil, Mann. Geil. So, jetzt kommen wir sehr, sehr nah. Sehr, sehr nah. F50. Predator Little Zones 2012. Krass, wie sich das alles geändert hat. Adi Zero 2. 2012, da habe ich bei Young Boys gespielt und da hatte ich auf jeden Fall auch einen von denen, aber nicht in den Farben. Ich hatte diesen orangefarbigen. Dann der Adi Zero Messi Version. Da ist er, 11 Pro. Den habe ich gesucht. Den hatte Kroos, sprich, den hat immer Kroos. Und Kroos trägt ja immer den Schuh. Ja, Nitro Charge, an den erinnern wir sich auf jeden Fall auch noch. 2013, Leute, 2013. Da habe ich das erste Mal so angefangen mit meinen Fußballvideos. Damals noch auf einem anderen Kanal. Vielleicht gibt es noch ein paar Ehrenmänner unter euch, die das noch kennen. Puh, Leute. Sprint Frame, Adi Zero. Oh, der vom Battle Pack. Kann ich auch noch erinnern. Der war eigentlich ganz schön fresh. Ich mochte den Adi Zero. Habe ich auch immer getragen. Predator Instinct.
Predator Instinct mit... Oh, Crazy Light. Ja, Mann, den hatte ich auch. Den habe ich sogar immer noch. Der war echt krass. Ja, leider sieht man die Gewichtangaben nicht. Aber Leute, das wäre auf jeden Fall nochmal krass zu sehen. Halt vom Gewichtunterschied her. Das ist schon unglaublich. Unglaublich. Ich will mich nicht irgendwie aus dem Fenster lehnen jetzt mit Gewichten. Da bin ich sehr, sehr schlecht, gebe ich zu. Mathe war echt nicht so meine Stärke, Leute. Aber die sind echt extrem, extrem leichter geworden. Dann kam auch die Socke da noch. Pure Control. Pure Chaos. Leute, ich muss auch gerade sagen, mir ist gerade aufgefallen, dass das Video komplett Adidas ist. Leute, ich bin nicht von Adidas gesponsert oder so, aber ich habe das halt gefunden und ich dachte, ich reagiere darauf. Und ja, dann kam der Glitch raus, ich hatte den gelben, sprich, ich habe immer noch den gelben. Dann der 99 Gramm Schuh, das weiß ich auch noch. Damals bei meinem alten Arbeitgeber habe ich den da getestet. 99 Gramm, Leute, 99 Gramm. Krass auf jeden. Dann der Pure Control. Nochmal alles bequemer gemacht. Salah und Suarez, Pure Chaos. So, 2017 Nemesis. Dann kommt der hier noch raus. Krass, Leute, wie viele Fußballschuhe. Wie viele Fußballschuhe, Leute, ich bin auf jeden gespannt, was jetzt alles noch rauskommt. Ach, absolut, Leute, wenn man vergleicht mit dem ersten Bild, auch die Stollen komplett verändert. Komplett verändert. Ja, Mert, ich würde auf jeden Fall sagen, das war's vom Video. Laptop wird zugeklappt, zur Seite gelegt. So, Mert, ich würde auf jeden Fall sagen, das war's vom Video. Krass, wie man gesehen hat, der Unterschied zwischen damals, ja, 19, was war das, 25 oder? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt 2019. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir als nächstes von den Brands erwarten. Ich weiß, das war nur Adidas. Leute, ich bin nicht von Adidas gesponsert. Ich habe einfach das Video gesehen, wollte darauf reagieren. Aber auf jeden Fall krass den Vergleich von damals zu heute. Und wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare, wenn ihr auch einen Fußballschuh gewinnen wollt, einen von meinen 50 oder ich weiß nicht ganz genau, dann schreibt es in die Kommentare mit Hashtag, zum Beispiel, wenn ihr aus Magdeburg kommt, Magdeburg oder Berlin, Berlin, Hannover, Hannover. Und ja, dann auf jeden Fall noch Hashtag KubaCrew kommentieren, das Video liken, abonnieren, Glocke anmachen und natürlich teilen, ihr wisst Bescheid. Und dann werde ich vielleicht bei euch vorbeikommen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Peace.